Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einer neuen Folge von WWE 2K17 My Career. Ja Leute, es ist die letzte Raw-Ausgabe in WWE 2K17 und ja, mit ganz viel Glück kommt heute sogar noch WWE 2K18, wenn mein Händler, wo ich das Spiel gekauft habe, wenn sie es heute schon rausrücken, ich weiß es noch nicht, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen telefonieren, ist ja noch Zeit. Ich denke aber mal frühestens, ja, wie gesagt, ich kann euch gar keine Zeit nennen frühestens, deswegen war ich jetzt zur Äußerung gar nicht, bevor ich irgendeinem hier falsche Hoffnung mache. Aber auf jeden Fall morgen, Leute, morgen ab, denke ich, 18 Uhr kommen WWE 2K18 Karrierefolgen und es werden auf jeden Fall zwei Stück von mir rausgehauen. Ist so quasi so ein kleiner Start-up von mir, also dass nicht nur eine Folge dann da ist, sondern dass ihr direkt mal, vielleicht auch sogar drei, ich guck mal, wie ich Zeit finde. Mein kleiner Start-up für euch, damit es direkt hier mal richtig mit Power losgehen kann, damit ihr direkt am ersten Tag was gucken könnt, weil viele von euch werden sich wahrscheinlich WWE 2K18 erst dann holen, wenn es rauskommt. Ich habe ja diese Frühbucheraktion mir geholt, die Deluxe Edition, die bekommt man ja 4 Tage eher. Und deswegen gibt's ordentlich morgen schon mal Folgen um die Ohren gehauen. Wir sind auf jeden Fall im Main Event, dann noch Mark Barrett gegen Kizil, Randy Orton gegen Big Show, The Miz gegen Lance Xander, Baron Corbin gegen Rusev, Jack Swagger gegen Brody Tyson, Kalisto und Sin Cara gegen Titus O'Neil und Darren Young, Baron of Swag gegen Seth Rollins im Opener. So, und da sind wir. Ein letztes Mal Raw in WWE 2K17. Wie oft haben wir diesen Opener gesehen? Tut schon irgendwie ein bisschen weh. Aber natürlich gehypt bin ich auf WWE 2K18. Ich werde euch da auf jeden Fall bei Twitter und Facebook auf dem Laufenden halten, sobald ich das Spiel habe. Wir sind auf jeden Fall heute in Detroit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. So, da kommt der Raw-Banner. Also wie gesagt, Raw. Ich werde euch, Moment, gehen wir erstmal hier. Baron Swag gewinnt gegen Seth Rollins. Mega Überraschung, würde ich mal sagen. Kalisto gegen Sin Cara und Sin Cara gewinnt gegen Titus O'Neil und Darren Young. Jack Swag gewinnt gegen Brody Tyson. Rusev gewinnt gegen Baron Corbin. The Miz gewinnt gegen Lance Xander. Randy Orton gegen Big Show. Mark Barrett gegen Kizil. Und dann kommen wir zum Main Event. Und jetzt kann ich es nochmal sagen. Also, ich werde euch auf meinem Facebook-Seite www.facebook.com/evo2ktv, auf Twitter, twitter.com/evo2ktv, Links dazu unten in meiner Videobeschreibung und natürlich auf Discord auf dem Laufenden halten, ob ich heute schon WWE 2K18 erhalte. Ich werde auf jeden Fall ordentlich heute mal das Telefon klingeln lassen bei meinem Händler. Und hier auch nochmal der Aufruf, wenn das Gewinnspiel noch nicht aufgelöst wurde, wer mir zuerst die 8 Kleidungsstücke nennen kann, die ich hier trage von originalen WWE Superstars, die ich in meiner Zeit als Wrestling-Fan gefeiert habe, der bekommt einen schönen WWE Merchandise-Preis von mir. Also habt ihr überhaupt keine Kosten oder so, ihr müsst einfach nur in die Kommentare reinschreiben, das und das. Bitte auch eben, was es ist, also den Superstar und dann eben das Kleidungsstück nennen. Und ich werde dann in den Kommentaren, wenn es noch nicht passiert ist, drunter schreiben, ob es richtig oder falsch ist. So. Brock Lesnar ist dann auch mal wieder hier. Nochmal bei Raw. Ich denke mal, der wird auch unser Gegner beim letzten Pay-Per-View Night of Champions. Und dieses Moveset auf jeden Fall, was ich habe, das ist echt mega sick. Die Signature und das, ich weiß nicht, das sind schon echt so von der Power her sind es eben Finisher. Ich denke mal, deswegen sind die auch dann so am Ende. Das ist so Brock Lesnar, wie leicht der zur Aufgabe zu bringen war. Das hätte ich ja schon vorher eingestellt, was ich dann Zeit gespart hätte. Das war jetzt hier so gestern, das war ein richtiges Squash-Match gegen Brock Lesnar. Schauen wir mal, wie es heute wird. Direkt mal die Schelle hier und jawohl. Was ist los, Brock Lesnar? Wirst du alt? Ja gut, ist ja 2019, bist du jetzt auch mit der Jüngste, ne? Boah, hier fliegt dauernd so eine blöde Mücke an mir rum. Was ist hier los, ey? Die geht mir auf den Sack. Und, ja, ich dachte, der wirft den jetzt raus. Dann machen wir ein bisschen High-Flying-Action.
Haben eben überlegt, da habe ich richtig Bock drauf, dass wir mal einen, also ich hier zusammen mit den Zuschauern, dass wir mal zusammen so einen Royal Rumble dann veranstalten irgendwann, wenn die Zeit da ist. Weil das könnte echt geil werden. Also ich wurde ja schon nach einzelnen Matches gefragt, aber ich glaube ein Royal Rumble, das muss ja nicht nur einer sein. Das könnte echt spaßig werden mit so vielen Leuten. Muss mal gucken, ob man das mal aufziehen kann. Könnt ihr reinschreiben, ob ihr da auch Bock drauf hättet. So einen gemeinsamen Abend dann, dass wir alle mal zusammen in WWE 2K18 dann einen Royal Rumble raushauen. Aber jeder eben mit seinem selbst erstellten Charakter. Sofern das geht. Weil wenn da jetzt einer zum Beispiel Brock Lesnar nimmt, würde ich halt hart unfair finden. Und ein anderer nimmt dann so einen Kalisto oder so. Ja. Und da ist der Reversal. Muss aber auch dazu sagen, das wird jetzt noch nicht hier jetzt so schnell passieren. Wie gesagt, Wochenende ist eben bei mir immer mit Eishockey ziemlich verplant. Da bin ich immer bei den Kölner Hain bei den Heimspielen. Und da bin ich dann auch quasi, also angenommen das Spiel ist um 19.30 Uhr, ist Anpfiff. Wenn es jetzt ein Freitagsspiel ist, dann fahre ich in der Regel schon um 3:30 und bin dann auch erst wieder so um 12 daheim. 12:30 sogar vielleicht. Und dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr, noch großartig zu zocken. Und deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, da könnten der ein oder andere könnten da vielleicht zusammengefunden werden. So. Dann heben wir uns jetzt ein Signature, können wir ruhig rausballern. Und da ist der Reversal. Scheiße. Ey, hallo? Ich kann halt nichts machen. Jetzt kann ich was machen. Oh, den haben wir auch lange nicht mehr gezeigt hier. Wenn er jetzt gut geht, sagen wir es mal so. Ja, er geht gut. Der Superblex vom obersten Ringseil. Also ich verspreche auf jeden Fall Besserung. Mein Moveset wird in WWE 2K18 abwechslungsreicher. WWE 2K17 war für mich eben wieder so eine kleine Lernphase. Ich habe ja zwar alle 2 Jahre mir mal ein WWE-Teil gekauft, aber eben so intensiv habe ich es dann doch nie gespielt. Und deswegen wird es zu WWE 2K18 quasi so ein Restart geben. Besseres Moveset, coolerer Charakter. Schauen wir mal. Nein, scheiße. Schon wieder zu spät, ich werde wahnsinnig. Aber jetzt wehrt er sich wenigstens mal, nicht wie gestern. Das gestern war der übelste Squash. So, Dele. Feiern lassen hier. Er hat sogar gesessen. Signature ist... Ah, fuck man. Ich bin davon überzeugt, dass der aufgeben wird. Schauen wir mal, aber ich glaube, das ist zu nah am Seil, ich Idiot. Hätte ich den mal wegziehen sollen. Ey, es ist so sick einfach. Ey, ohne Scheiße, es ist so krank, der Sharpshooter. Wie leicht der da drin aufgibt, das ist Wahnsinn. Das ist ein Brock Lesnar, Mann. Ey, unfassbar. Gewinner durch Aufgabe, der dürfte eigentlich kein Match verdienen. 2-mal im Sharpshooter aufgegeben. Ja, Leute, das war dann die letzte Raw-Ausgabe in WWE 2K17. Es war mir eine Ehre, montags für euch hier aufzutreten. An so vielen Tagen.
Ja, und dann schauen wir mal, wer unser letzter Smackdown-Gegner in WWE 2K17 wird, den wir morgen um 12 Uhr dann vernaschen werden. Und es ist, bitte nicht schon wieder Brock Lesnar, der hat es nämlich nicht verdient, der ist raus in meiner Augen. Es ist schon wieder Brock Lesnar, jetzt kommt nochmal die Brock-Festspiele hier zum Abschied, hier quasi unser Nemesis, na gut. Können wir nicht ändern, Folge ist vorbei, wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, schreibt was in die Kommentare, nehmt am Gewinnspiel teil, wenn es noch nicht aufgelöst wurde, die Frage ist, von welchen 8 Superstars trage ich Kleidungsstücke? Der Sieger kriegt ein offizielles WWE-Merchandise von mir zugeschickt. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für die vielen Raw-Folgen, die ihr euch angeschaut habt auf meinem Kanal. Ab morgen gibt's dann sowieso auf meinem Kanal, allerspätestens, wenn heute nichts mehr kommt, WWE 2K18 ab, ich denke, 18:20 Uhr. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich schauen, wie ich das mit dem Upload hinbekomme. Ansonsten, ich bin jetzt raus. Wie gesagt, wünsche euch allen noch ganz viel Spaß, einen schönen Tag, lasst euch gut gehen. Bis morgen um 12 und ciao.